Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Annika Bühnemann, ich bin die Gründerin des Blogs vom Schreibenleben.de und du erhältst hier auf dem Kanal Schreibtipps, Marketingtipps und Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ich freue mich sehr, dass wir heute nicht alleine hier sind, sondern dass ich eine ganz, ganz, ganz tolle Interviewpartnerin gefunden habe und nach zweimaliger Anfrage wir einen Termin auch gefunden haben, heute miteinander mal über das Schreiben zu sprechen. Und zwar ist das die Autorin Melanie Rabe. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal, Melanie. Dankeschön, ich freue mich, wie cool. Ja, ich freue mich total, dass das geklappt hat und dass wir tatsächlich doch zueinander gefunden haben. Das ist ja nicht so einfach, du bist eine vielbeschäftigte Frau. Ja, geht so. Ich bin, ich bin eine Autorin, die ihre Schreibzeit, wenn sie sie mal hat, hütet und die das sehr, sehr wichtig findet. Und Nein zu sagen ist für mich gar nicht leicht, das ist etwas, was ich eigentlich nicht gut kann. Aber wenn ich gerade irgendwie so ein paar Wochen, einen Monat Schreibzeit habe und die Deadline rückt immer näher, dann sage ich zu allem Nein, auch zu schönen Anfragen. Aber jetzt ist gerade eine Phase, wo ich sowas wieder gut machen kann. Und jetzt ist der Austausch auch wieder wichtig für mich und schön für mich. Deswegen freue ich mich, jetzt gerade passt es so gut. Irgendwie. Super, das ist eigentlich, im Grunde steigen wir quasi gerade schon ins Thema ein, aber ich möchte noch einen Schritt vorher, bevor ich dich zuballere mit meinen Schreibfragen, würde ich gerne ganz gerne für alle, die dich bisher noch nicht kennen und noch nichts von dir gelesen haben, die anscheinend also auch nicht meinem Kanal regelmäßig folgen, weil da habe ich schon ganz viel über dich gesprochen. magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du schreibst, warum ich dich kenne, warum wir alle dich eigentlich kennen und ja, dann werden wir danach ins Schreibhandwerk gerne einsteigen. Ja, super gerne. Also ich heiße Melanie Rabe, ich bin Jahrgang 81 und ich habe bisher 4 Spannungsromane, Psychothriller geschrieben. Der erste kam 2015, der hieß Die Falle und jetzt zuletzt ist mein erstes Sachbuch erschienen. Das ist ein Sachbuch über Kreativität, also auch die ganzen Schreibthemen, all das ist darin verarbeitet. Ach, du hast es ja, wie schön. Natürlich, ich bin hier, also, nee, sieht man gar nicht, auf der Mitte ungefähr, ja. Sehr gut, gut ausgerüstet. Und genau, und die Sachbuchsparte ist für mich gar nicht so neu, weil ich eigentlich aus dem Journalismus komme. Also bevor ich angefangen habe, vom Schreiben zu leben, vom literarischen Schreiben zu leben, habe ich als Journalistin gearbeitet. Also ich habe auch vorher schon tagsüber geschrieben, es war mein Dayjob. Und das mache ich so. Und seit 2015 bin ich tatsächlich nur noch Romanautorin oder jetzt grundsätzlich Autorin. Ausschließlich, genau, ja. Okay, genau, du hast also quasi schon mit dem Schreiben angefangen, als du, bist du erst nach der Schule angefangen oder gehörst du auch zu denen, die eigentlich schon immer irgendwas geschrieben haben? Ich habe schon immer etwas geschrieben, aber ich habe nicht schon immer gedacht, ich will Autorin werden. Also für mich war Schreiben überhaupt nicht verknüpft mit, da passiert mal was mit oder es wird mal ein Job, sondern ich habe das halt einfach gemacht. Auch Hobby wäre falsch, weil es nicht irgendwie so ein geordnetes Hobby war, wie der Geigenunterricht oder was weiß ich, was Leute machen, das Handballspielen, sondern es war einfach etwas, was ich immer gemacht habe. So. Und ich habe nur erst mit Anfang, Mitte 20 wirklich zum Romanschreiben gefunden. Ich habe davor kürzere Texte geschrieben. Mhm. Und auch das habe ich ganz lange einfach nur für mich gemacht. Aber es war immer klar, und das wird bei dir ähnlich sein, vermute ich, ich habe immer gerne geschrieben und es war immer klar, dass es das ist, was ich am besten kann. Also in der Schule, ich war zwar per se eine okay Schülerin, aber Mathe war nicht so gut, Physik war nicht so gut, wie jetzt Aufsätze schreiben oder Deutschunterricht oder überhaupt die Sprachen. Ja. Das ist ja bei den meisten so, dass es uns da früh irgendwie hinzieht. Ne? Ja, man hat eine Neigung halt. Ne? Genau. Ich habe auch schon Autorinnen kennengelernt, bei denen das gar nicht so ist. Die sagen, ach, also ich bin eigentlich Mathematikerin zum Beispiel, haben dann trotzdem so diese, zum Beispiel auch eine lyrische Ader oder sowas. Das ist ganz, ganz spannend eigentlich. Aber ja, also bei mir ist auch so, ich habe schon immer geschrieben und wenn es irgendwo die Aufgabe gab, einen Aufsatz zu schreiben, habe ich mich immer gefreut und alle anderen. Das fand ich immer ganz gut. Okay, so 2015 bist du also völlig überraschend über Nacht, ohne jemals was gemacht haben, erfolgreich geworden. Ja, wie war das denn in echt? Also wie hat sich der Übernachterfolg denn, über wie viele Jahre hat er sich denn so angebahnt? Angebahnt über, wenn man alles mit einrechnet, wo ich ernsthaft geschrieben habe, würde ich sagen über 10 Jahre. Ja. Und das ist ja irgendwie auch so der Klassiker, so it takes 10 years to be an overnight success oder it takes a decade to become an overnight success. Genau. So, also ich habe so in meinen frühen 20ern angefangen, die Romanform zu finden, habe angefangen wirklich lange Texte konkret zu schreiben, wirklich an ein Projekt zu schreiben über einen langen Zeitraum hinweg. Mhm. Und irgendwann habe ich dann aufgehört, das nur für mich zu schreiben und das einfach so
gar nicht so sehr mit Ehrgeiz, sondern eher so aus Jux und Dollerei an Verlage geschickt. Das ist so lange her, dass man das damals alles noch ausgedruckt hat. Heute versteht man das digital. Ich habe da wirklich mit meinem Tintenstrahldrucker zu Hause in meiner kleinen Wohnung das alles ausgedruckt und das so säckeweise zur Post geschleppt und einfach ganz viele von den berühmten, unverlangt eingesandten Manuskripten produziert und in die Welt rausgeschickt. Und die kamen natürlich alle zurück. Und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen zu informieren und habe festgestellt, dass es damals schon eine gute Idee war, einen Agenten zu haben. Und dann nach einer Weile habe ich angefangen, mal so Agenten abzutelefonieren, den Sachen zu schicken. Und da war ein Agent dabei, also viele haben einfach abgesagt, ist ganz gut, aber passt nicht zu uns, was man so zu hören kriegt. Und einer war dabei, der hat mir eine ganz tolle E-Mail geschrieben. Der hat geschrieben, Frau Rabe, mit dem Stoff stimmt ganz vieles nicht und ich kann Ihre Bewerbung nicht annehmen. Sie können aber gut schreiben. Und wenn Sie wissen wollen, warum ich Ihre Bewerbung nicht annehmen kann, dann können Sie mich anrufen. Wow, und das habe ich natürlich gemacht. Selten, ja. Mhm. Ja, das habe ich natürlich gemacht. Und er wurde dann später mein erster Agent. Also wir haben dann an diesem Stoff gearbeitet. Ich glaube, er hat das auch gar nicht gemacht, um später mit mir zu arbeiten, sondern er wollte mir einfach ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Es war, glaube ich, einfach nur nett von ihm. Cool. Und Agenten machen es ja meistens so, dass sie Sachen nicht mehrfach prüfen, genau wie Verlage auch nicht mehrfach prüfen. Meiner Erfahrung nach, meines Wissens nach. Und ich habe dann einfach mir sehr zu Herzen genommen, was er mir gesagt hat und den Text, den er kannte, daraufhin nochmal überarbeitet. Und das relativ schnell. Dann habe ich ihm das einfach nochmal geschickt und er hat es netterweise nochmal gelesen und gesagt, super, das hätte dann vielleicht so ein Durchbruch sein können, wäre jetzt in der normalen Heldenreise vielleicht so gewesen, war aber überhaupt nicht so. Wir haben dann dieses Manuskript zusammen angeboten, es haben wieder alle Verlage abgelehnt. Dann haben wir zusammen, oder dann habe ich einen zweiten Stoff geschrieben, den wir dann zusammen überarbeitet haben, an den wir beide sehr geglaubt haben. Den haben dann wieder alle Verlage abgewiesen oder abgelehnt. Dann habe ich aus Spaß, einfach nur, weil ich meine Steuererklärung prokrastiniert habe, an einem Kurzgeschichtenwettbewerb teilgenommen, der die Krimisparte bedient. Da habe ich zum ersten Mal was im Spannungsbereich geschrieben, dann habe ich diesen Preis gewonnen und dann dachte ich auch, Spannung macht ja Spaß, also schreibe ich mal einen Thriller, dann habe ich einen Thriller geschrieben und man könnte jetzt meinen, weil ich jetzt als Thriller-Autorin erfolgreich geworden bin, dass das der Durchbruch gewesen wäre, war es aber auch nicht. Auch dieser Thriller ist dann von allen abgelehnt worden. Dann hat mein Agent seine Agentur dicht gemacht, also stand ich komplett mit leeren Händen da und dann habe ich aber, wie man das so macht als Autorin, natürlich ein weiteres Buch geschrieben. Das war dann so ein bisschen der Türöffner zu meiner neuen Agentur. Die haben das dann angeboten. Ich dachte, das ist bestimmt jetzt der Durchbruch. Nein, auch das wurde von allen abgelehnt. Und dann habe ich mein fünftes Buch geschrieben und das war die Falle. Ja. Und damit sind wir dann durchgekommen. Also es ist eine lange, verwundene Geschichte. Ja. Aber ich erzähle die immer gerne, weil man so oft hört diesen Quatsch von jemand schreibt einmal was und ist super erfolgreich. Und ich finde es einfach allen, die irgendwie schon mal Absagen kassiert haben, wichtig zu sagen, so muss es nicht weitergehen und diese Geschichten, dass nur die richtig gut sind oder nur die erfolgreich werden können, die irgendwie Wunderkinder sind und aus dem Nichts kommen. So wollte ich halt nicht verkauft werden, weil das einfach nicht die Wahrheit ist. Weißt du, so deswegen erzähle ich diesen ganzen langen Sermon. Ja, es ist super wichtig. Ich finde es echt super wichtig. Vor allen Dingen, was ich ganz spannend finde, ist halt auch, ich glaube, gerade als neue Autoren, aber auch welche, die schon ein bisschen Erfahrung haben, hat man so dieses Gefühl, ich habe jetzt eine Agentur, jetzt klappt das. Ne? Ja. Ist bei mir natürlich ähnlich. Also ich habe ja auch meine Agentur, habe meinen Thriller dahin geschickt und die bieten den dann jetzt nächstes Jahr an. Super. Ja, mal gucken. Aber halt auch mit diesen, okay, ja gut, ich dachte mir auch, ja, jetzt läuft das ja. Aber ich weiß ja noch gar nicht, ob es läuft. Und ich habe einen neuen Entwurf geschrieben zu meinem zweiten Thriller und den hat die Agentur jetzt abgelehnt und gesagt, also da sehen wir den Stoff jetzt nicht so. Ich denke, okay, gut. Also ich glaube an den Stoff, deshalb werde ich ihn noch woanders anbieten. Aber es geht halt dann trotzdem gar nicht so geradlinig weiter, wie man sich das erträumt, sondern kann auch so hin und her noch so ein bisschen. Ja, absolut. Ich glaube, du hast super gute Chancen, dass es läuft, weil die Agenturen nehmen natürlich auch wirklich nur, das merkst du ja auch an dem zweiten Projekt, die nehmen wirklich nur Dinge an, die sie wirklich, wirklich glauben, weil die Agenturen sich es, glaube ich, auch nicht leisten können, zu oft zu Verlagen, die ihnen vertrauen, mit etwas zu gehen, was für diese Verlage nicht funktioniert. Genau. Wir haben ja alle viel zu wenig Zeit und niemand will die Zeit des Partners, mit dem man da spricht, verschwenden. Genau. Deswegen denke ich, dass du so viele gute Chancen hast, natürlich. Aber ich finde es eh goldrichtig, dass du dann einfach dir sagst, ich schreibe weiter, egal was da so passiert, weil das ist ja das Einzige, was wir wirklich hundertprozentig unter Kontrolle haben, das, was wir kreieren. Und
Das ist halt irgendwie das Allerwichtigste, ne? Dass man einfach weitermacht und weiterschreibt. Und würdest du denn sagen, also bei dir ist es jetzt mit dem fünften Buch dann erst richtig angefangen, wie hat sich denn dein Schreibhandwerk entwickelt? Hast du einfach nur immer geschrieben und wurde es von selber dann besser? Hast du die Agenturrückmeldungen da gemacht? Hast du dich informiert mit Schreibratgebern, was weiß ich? Wie war so dein Weg, das Schreibhandwerk zu lernen? Also ich glaube, ich habe ganz, ganz viel falsch gemacht. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat. Ich will es auch gar nicht zu sehr glorifizieren, weil ich habe am Anfang relativ lange in meinem eigenen Saft geschmort. Also ich bin eine totale Autodidaktin, ich habe nie einen Kurs gemacht. Ich habe überhaupt keine Bücher über das Schreibhandwerk gelesen, kein einziges, was mir im Nachhinein erstaunlich erscheint, weil ich wirklich... wahrscheinlich, weil ich nicht von dem Punkt aus kam, von dem Gedanken her kam, der total okay ist, ich will eine erfolgreiche Autorin werden, sondern es gab gar nicht so einen konkreten Gedanken. Ich habe einfach geschrieben. Und ich habe super hart an meinen Texten gearbeitet, aber erstmal relativ lange ohne Anleitung von außen. Das hat früh dazu geführt, dass ich wusste, wie ich klinge. Mhm. So, weil das niemand verbessern konnte. Es gab auch keine vielen Köche, die den Brei verderben konnten. Ja. Als ich zu meinem Agenten kam, war das Handwerk noch nicht so perfekt. Da konnte er mir aber auch relativ leicht bei helfen, weil diese Dinge kann man ja relativ leicht lernen, wenn man es einmal weiß. Ja. Aber der Stil war schon da. Ja. Und ich glaube, das war für mich, jeder Weg ist anders, aber für mich war das gar nicht so verkehrt. Hm. Weil einen Stil zu finden, dauert, glaube ich, viel länger, als das Handwerk zu lernen. Glaube ich auch. Ja, so. Und genau, und als ich dann begriffen habe, okay, strukturell sind Dinge falsch, das habe ich dann sicherlich durch Feedback gelernt. Es war bei mir aber auch ganz, ganz viel Trial and Error. Und ich glaube fest daran, dass ich natürlich von den Menschen lerne, mit denen ich jetzt zusammenarbeite und mit denen ich bereits zusammengearbeitet habe. Aber das Allermeiste, was ich wissen musste als Autorin, hatte ich vorher schon aufgesogen, weil ich die größte Leserin des Planeten bin. Also ich glaube, wenn man so ein Hirn hat wie wir beide, dass man sich einfach zu Texten hingezogen fühlt, dass man sich zum Schreiben hingezogen fühlt, wenn man viel liest, dann hat man das durch Osmose schon weitestgehend klar. Dann gibt es immer noch Dinge, die man lernen muss. Das hört auch nie auf, glaube ich. Aber wir wissen, wie ein Buch funktioniert. Wir wissen, wie eine Handlung, wie eine Heldenreise funktioniert oder wie ein Spannungsverlauf funktioniert. Wir wissen, wie sich ein Cliffhanger anfühlen muss, dass er wirkt und so. Deswegen, das ist der wichtigste Tipp ever, ne? den alle geben. Aber es ist einfach der wichtigste. So viel lesen. Wie möglich lesen, so viel wie möglich schreiben. Ja, genau. Das ist auch, ich glaube, Stephen King war das auch, der diesen Tipp, also das hatte ich mal so bei so Schreibzitaten oder sowas dann gelesen. Ne? So nach dem Motto, wer meint, dass er keine Zeit zum Lesen hat, hat auch keine Zeit zum Schreiben oder sowas in der Richtung. Ne? Also so irgendwie. Ja, genau. Was liest du denn gerade? Lass mich überlegen. Ich lese gerade ein Sachbuch über Digitalminimalismus. Oh, spannend. Das heißt tatsächlich Digital Minimalism. Ich lese es auf Englisch. Kann ich es von hier sehen, wie der Autor heißt? Cal Newport. Das lese ich gerade. Also ich lese gerade wenig Romane, weil ich gerade anfange, einen neuen Roman zu schreiben und es immer schwierig finde, zumindest in dieser Findungsphase, mich mit anderen Ideen. Hast du auch das Gefühl, dass dich das so beeinflusst beim Schreiben? Also kannst du beim Schreiben noch Romane lesen oder blendest du die dann aus? Ich versuche, die auszublenden. Mhm. Klappt nicht so gut, vor allem jetzt, wo es wirklich mein Dayjob ist, wo ich eigentlich fast immer schreibe. Ich versuche dann die Phasen zu finden, in denen es technischer wird, also wenn ich das Buch nur noch durchkorrigiere oder so, da kann ich dann wieder andere Dinge lesen. Aber während ich selber versuche, du kennst es, eine Welt zu erschaffen, ist es schwierig, mich in einer anderen Welt zu tummeln, weil irgendwas trägt man da immer raus, habe ich das Gefühl. Ich habe zumindest Angst davor, da irgendwas rauszutragen. Bei mir ist es ganz klar, wenn ich ein Buch lese, also sagen wir mal, insbesondere wenn das vom Stil her sehr markant ist, dann übernehme ich das beim Schreiben und lass mich total beeinflussen von dem Stil. Manchmal mache ich das absichtlich, wenn ich das Gefühl habe, in einer Überarbeitungsphase, irgendwie, also deine Metaphern, die kannst du alle an die Wand klatschen, irgendwie, du brauchst mal ein bisschen frischen Wind. Dann weiß ich genauso meine 2, 3 Autoren, die ich lesen muss, dann lese ich das und dann bin ich wieder so in diesem Denken drin, weil dann fallen mir einfach selber meine Metaphern wieder ein, bessere Metaphern zum Beispiel. Ja. Also das benutze ich so gerne als Katalysator. Da muss man natürlich aufpassen, dass man es halt nicht übernimmt, dass man nicht kopiert. Das ist ja das ganz Wichtige. Aber ich glaube, das ist glaube ich, aber normal. Und wie gut, dass du weißt, was das für dich ist. Also, dass du schon gefunden hast, wenn das und das passiert, dann mache ich das und das. So. Ich benutze dafür Musik. Tatsächlich. Ja. Was hörst du denn gerne?
Ich habe so unterschiedliche Playlists, zum Beispiel eine von Radiohead. Ich versuche immer so eine bestimmte Playlist zu kuratieren, die die Stimmung des Romans einfängt. Ja. Die dann immer und immer wieder zu hören. Zum einen einfach aus pragmatischen Gründen, um mein Umfeld auszublenden, irgendwie im Homeoffice. Ja, ja. Und dann auch einfach, wenn das Leben hektisch ist, momentan ist es ruhiger, aber wenn ich auf Lesereise bin oder an einem Ort schreibe, wo ich nicht so gut reinkomme in das Thema, irgendwann ist diese Playlist so eingehört, dass ich total konditioniert bin darauf. Voll. Ich setze Kopfhörer auf und dann laufen diese Songs, zu denen ich schon ganz viel von diesem Text geschrieben habe, die bringen mich in eine bestimmte Stimmung und dann bin ich da drin. Das ist wie so ein richtiger Trigger. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich auch bestimmten Rhythmus kreieren kann. Also für mich ist Rhythmus total wichtig in meiner Sprache. Mhm. Ja. Dass wir einen bestimmten Rhythmus haben. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja, da hilft Musik mir bei irgendwie. Hörst du Musik beim Schreiben oder brauchst du Ruhe? Brauchst du Stille? Mal so. Also ich habe tatsächlich, also wenn ich plotte zum Beispiel, habe gestern nachgeplottet und da kann ich keine Musik hören. Das lenkt mich dann ab. Dann fange ich an, weil ich so viel nachdenken muss, aber quasi wenig auf Papier bringen, bin ich dann ganz schnell dabei und höre mir nur noch die Musik an. Voll. Also da muss ich das echt so. Aber beim Schreiben höre ich das gerne. Ich habe eine Playlist, die hat Instrumentalmusik, also ich höre ganz gerne so Filmmusik und so weiter. Ne? Das hat ein bisschen was Episches, ja. Und dann fühle ich mich immer großartig, wenn ich am Schreiben bin. Und die kann ich auch rauf und runter hören. Die, lustigerweise, die habe ich sogar bei der Geburt von meiner zweiten Tochter gehört, um mich zu konzentrieren. Ich habe eine Hausgeburt gehabt und da muss man sich besonders, oder da habe ich mich gerne besonders so eingestimmt und abgekapselt und dann wusste ich, das ist meine Konzentrationsplaylist, mach mal an. So, dann habe ich konnte mich abschotten von allen und hatte tatsächlich eine ziemlich schmerzfreie Geburt, das war ganz, ganz cool. Ja, war auch extra darauf gemacht. Auf den Rhythmus würde ich ganz gerne nochmal eingehen. Und zwar ist deine Sprache ja auch, die hat ja sowas Lyrisches auch. Ne? Das fand ich mega spannend zu lesen. Die Falle war auch mein erstes Buch von dir. Ist, glaube ich, habe ich letztes Jahr gelesen. Und da habe ich auch gedacht, boah, die hat auch einen ganz anderen Stil als das, was ich sonst so kenne bei Thrillern. Mhm. Ne? Weil das ist so ganz, ja, ich finde, das hat sowas Lyrisches einfach häufig. Schön. Du hast ja auch gesagt, dass du durch das viele Schreiben eigentlich so zu deinem Stil auch gekommen bist. Hast du das Gefühl, dass sich das mit der Zeit selbst ergeben hat? Oder denkst du, dass man aktiv an seinem Stil da auch irgendwie arbeiten kann, um so seinen Kern zu finden, seine Essenz? Ich glaube, es ist ein bisschen von beidem. Ich glaube fest daran, dass man sich seinen Stil nicht aussuchen kann. Ich klinge, wie ich klinge. Ich glaube aber, man kann Dinge tun, um seinen Stil, ich sage gar nicht so sehr zu suchen und zu finden, sondern um ihn freizulegen. Ja, das meine ich auch. Mhm. Ne? So, also ich glaube, der ist schon da wie Fossilien und wir müssen das, was drumherum ist, irgendwie wegschrubben, um ihn besser erkennen zu können. Und ich glaube, dass wir uns den nicht erdenken, sondern erschreiben. Also ich glaube, je mehr wir schreiben, je mehr wir rumprobieren, je mehr wir auch rauskriegen, was uns selber gefällt, desto eher finden wir zu unserem eigenen Stil. Und der wird immer klarer, je mehr wir machen. Und es ist für mich manchmal ein bisschen schwer zu erklären, weil ich nicht sehr analytisch bin. Also ich bin sehr aus dem Bauch heraus bei meiner Arbeit und beim Schreiben. Aber als ich meinen Stil gefunden habe, habe ich es einfach gemerkt. Plötzlich klang ich wie ich. Ja. Und für mich war der Weg dahin tatsächlich auch Vorstellungen vom Schreiben, was es heißt, gut schreiben zu können, was es heißt, eine Literatin zu sein, beiseite zu legen und auf mich zu gucken, auch beiseite zu legen, was ich toll finde bei anderen, auch das loszulassen, dass ich vielleicht nicht so intellektuell klinge und jemals klingen werde, wie ich es gerne täte, sondern dass ich einfach klinge wie ich. Was mir zum Beispiel geholfen hat, ist, ganz früh morgens zu schreiben, bevor ich etwas anderes gelesen habe, bevor ich beeinflusst bin von der Welt oder von was auch immer, vom Internet, von Menschen, mit denen ich zusammen wohne, was auch immer. Und wirklich erst mal meine eigene innere Stimme aufs Papier zu bringen. Das klingt immer so esoterisch, ist es aber gar nicht. Nee, also ich glaube, morgens oder zu bestimmten Zeiten ist man sehr bei sich. Mhm. Und da kann man dann irgendwie ganz gut rausfinden, wie man so klingt. Und ich habe auch diese Technik, die total berühmt ist, aus Der Weg des Künstlers von Julia Cameron, was ja auch so ein Standardwerk über Kreativität ist. Ja. Sehr spirituell auch, aber ich finde es ganz, ganz toll. War sehr wichtig für mich, das Buch. Diese Technik, dass man direkt nach dem Aufstehen, beim ersten Kaffee oder was auch immer, 3 Seiten von Hand schreibt. Gar nicht versucht, gut zu schreiben, einfach nur zu schreiben, was aufkommt. Und auch das finde ich eine wichtige Übung für Stil. Also wie klingt man,
wenn man etwas schreibt, von dem man keine Angst haben muss, dass irgendwer anders es liest? Wie klingt man dann? Ja, das finde da ich spannend. Ehrlich, ja, Morgenseiten sind das ja im Grunde. Aber die Morgenseiten, also die hast du dann nicht quasi, weil das wird ja oft als so Tagebuch empfohlen, dass du quasi, schreib einfach auf, stell dir einen Wecker, 15 Minuten, schreib, egal was kommt, auch wenn da steht, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was ich schreiben soll, dass es quasi aus dem Kopf geht. Hast du sowas geschrieben oder wirklich auch prosaisch? Nee, wirklich klassische Morgenseiten, also auch gar nicht tagebuchhaft, das ist passiert, völlig ohne Struktur, Stream of Consciousness aufs Papier. Ja. Ja. Und das fand ich irgendwie hilfreich. Ja. Also es ist ja aus vielen Gründen hilfreich, zum einen, weil wir merken, Blockaden existieren eigentlich nicht, weil es gibt immer etwas, was wir schreiben können, und wenn es ist, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich bin die schlechteste Autorin des Planeten, das hier wird niemals enden, genau. Sind auch drei Sätze. Ne? Ja, so. Das habe ich auch schon gesagt. Aber ich glaube, es hilft tatsächlich auch, ich glaube, der eigene Stil findet da statt, wo man total bei sich ist, und das ist irgendwie ein gutes Mittel, zu sich zu kommen. Ja. Ich liebe das auch. Die Leser, die Leserin, die ja total wichtig sind, zwischenzeitlich aber auch mal wegzudenken. Ja, finde ich auch. Also die kommen ja früh genug wieder rein, wenn man sich dann mit dem Buch oder sowas dann doch noch beschäftigt. Zwei, drei Fragen sind mir noch spontan eingefallen. Und zwar erstens, du hast doch auch mal, früher zumindest, sehr früh geschrieben. Ne? Ich hatte irgendwie in einem Interview gehört, dass du auch um 4 Uhr aufgestanden bist, wo ich dann gleich dachte, ich bin nicht die Einzige, die so verrückt ist, weil ich auch, ich schreibe von 4 bis 6 in der Regel, super, weil ich einfach perfekt mit der Familie überfordert bin. Ich kann nicht schreiben, wenn mir das Kind am Bein hängt. Ja, aber Respekt. 4 bis 6 ist... Ist es schon. Gut. Aber du kennst das, ne? Du hast das, glaube ich, auch früher gemacht, oder? Ich habe das gemacht, als ich noch meine ganzen Jobs hatte. Genau. Die Zeit, in der ich das gemacht habe, war eine der schönsten Schreibzeiten für mich. Weil ich finde, das können jetzt wahrscheinlich Leute, deren Biorhythmus ganz anders tickt, überhaupt nicht nachvollziehen, aber... Es ist so still, keiner will was von dir. Es ist irgendwie, die Welt wacht gerade erst auf und es fühlt sich ganz, ganz friedlich an. Und man hat auch das Gefühl, man hat so einen Vorsprung vor allem irgendwie. Ja, das hatte ich auch. Weil früher habe ich, ohne Kinder, war ich eher Nachtschreiber. Da habe ich gerne mal so von 12 bis 2 geschrieben nachts. Wow. Das war auch toll, weil du das gegenteilige Gefühl hattest, alle schlafen, ich bin wach. Das hatte auch was sehr Magisches so. Ah. Ne? Das war auch schön, aber das geht mit den Kindern. Ich bin einfach, also abends um 7 kannst du mich echt daneben liegen. So. Ja. Fertig. Also deshalb mag ich auch diesen Zauber des Morgens mittlerweile ganz gerne. Ich verstehe aber auch alle, die sagen, nee, also ich brauche es nachts bis 2:30 oder keine Ahnung. Hauptsache irgendwie von den anderen, weiß ich nicht, so für sich sein, ne? Was wir gerade sagten. Man ist sehr bei sich dann so, genau. Wie gehst du denn bei einem neuen Roman vor? Hast du, also man hat natürlich nicht immer Schema F und klappert das ab, ist ja klar, ist ein Prozess. Ja. Aber angenommen, ein altes Buch ist fertig, du hast diese ganzen Sachen weggegeben, bist jetzt frei für ein neues Projekt. Was machst du dann? Ich bin dann im Idealfall schon mit ganz aufgestellten Antennen durch die Gegend gelaufen über Monate und habe mir immer Dinge notiert. Ich notiere mir immer Dinge. Gar nicht so zweckgebunden, das ist für meinen neuen Roman, sondern ich notiere mir alles, was mir auffällt. Ja. Wenn ich einen Zeitungsartikel sehe, der irgendwie interessant ist, dann schneide ich ihn entweder aus oder ich mache mir eine kurze Notiz. Wenn ich durch die Straßen gehe und ich sehe ein Plakat, das irgendwie für etwas wirbt, aber aus irgendeinem Grund für mich total creepy aussieht, dann mache ich da ein Foto von. Und wenn ich in der Schlange an der Post warte und vor mir steht jemand, der irgendwie interessant aussieht oder ein Muttermal im Nacken hat, das geformt ist wie Afrika, keine Ahnung, dann mache ich eine Notiz. Ja. Und das hat alles schon stattgefunden, wenn ich an den Schreibtisch gehe und überlege, was mache ich denn als Nächstes? Und ich versuche auch offen dafür zu sein, wo stehe ich da gerade? Was interessiert mich gerade in der Welt? Wo bin ich gerade so als Person? Mhm. Was sind die Themen, die mich gerade interessieren? Die trage ich in meine Romane, auch wenn ich jetzt keine super politischen Thriller schreibe zum Beispiel. Und das ist alles schon da. Das ist kein strukturierter Prozess, aber das hat schon stattgefunden. Und dann entwickle ich Ideen. Super chaotischer Prozess. Während ich andere Dinge abarbeite, ich setze mich nicht an den Schreibtisch und denke, Idee komme jetzt. Ich glaube, das macht niemand, der etwas zu Papier bringt, weil es nicht funktioniert für die meisten. Sondern ich denke dann auch, jetzt wäre es irgendwie Zeit, was Neues zu machen. Und dann kommen Ideen zu mir und die schreibe ich wiederum auf. Und dann entscheide ich aus dem Bauch heraus, welches ist, der ich das nächste Jahr, die nächsten 2 Jahre, wenn man Promo und Interviews und alles mitbedenkt, meines Lebens widmen möchte. Hm. Und ich weiß immer, welches ist. Man weiß es. Also, oder ich sollte vielleicht nicht sagen, Mann, ich weiß es. Ich weiß, welches ist. Ich weiß nicht, welche sich am besten verkauft. Ich weiß nicht, welche am besten für andere funktioniert. Aber ich weiß, welche ich möchte. Ich weiß, welche ich schreiben möchte. Ja. Und,
Und dann gucke ich mal, was ich so gesammelt habe, was mir so auffällt, was dazu irgendwie passt und mache so einen ganz unstrukturierten ersten Pitch. Noch nicht mal ein Exposé, nur ein Pitch. Und den teile ich, seit ich einen Verlag habe, zuallererst mit meiner Lektorin, die auch meine Verlegerin ist bei BTB. Mhm. Und dann gucke ich mal, was sie sagt. Und für gewöhnlich, nee, nicht für gewöhnlich, bisher war es immer so, dass sie sagt, super, das ist dein nächstes Buch, Melanie. Dann ist das schon mal geklärt. Ja, super. Und dann schreibe ich ein Exposé. Das schreibe ich natürlich auch für meine Partnerin im Verlag, das schreibe ich aber auch für mich. Aber mein Exposé ist wirklich grob, Anfang, Mitte, Ende, allerwichtigste Figuren und was ich damit will, was für mich die Themen sind, über die Spannungshandlung hinaus. Es gibt immer Themen. Ja, absolut. Und manchmal weiß ich die auch am Anfang noch nicht, aber die, die ich vermute, die schreibe ich da rein. Und dann fange ich an, ich fange grob an zu plotten. Und sobald ich das Gefühl habe, ob ich fertig bin mit Plotten oder nicht, sobald ich das Gefühl habe, ich weiß, wo ich ansetzen könnte, schreibe ich ein erstes Kapitel. Das muss nicht das erste Kapitel im Buch sein, aber für mich der Kern der Geschichte, der den Ton setzt. In die Falle war es der Anfang. Der Anfang floss so aus mir raus. Die ersten 30, 40 Seiten habe ich in einem Sitting so runtergeschrieben und die sind genauso geblieben. Ja. Ich bin nicht von dieser Welt, das sagen zumindest die Leute. Als ob es nur eine, also es kam einfach so. Ja. Bei meinem zweiten Buch, da geht es um eine Frau, deren Mann verschwunden ist vor 7 Jahren. Das Buch heißt Die Wahrheit. Und dann gibt es so einen Moment, in dem sie ihn wieder trifft. Und an einem Flughafen. Und das war ein Kernmoment für mich. Und das allererste Kapitel, das ist eine Sonnenfinsternis. Diese beiden Kapitel, erstes Kapitel und in der Mitte des Buches, die habe ich als allererste geschrieben. Und danach habe ich weiter geplottet, aber dann wusste ich, wie das Buch sich anfühlen soll. Und nach sowas suche ich, um zu beginnen. Ich suche danach, wie sich das Buch anfühlen soll. Und wenn ich das weiß, dann plotte ich es grob durch und dann fange ich an zu schreiben. Aber mit grob meine ich wirklich, wirklich grob. Also ganz, ganz vieles weiß ich noch nicht, wenn ich anfange zu schreiben. Ich weiß immer das Ende. Okay. Aber ich lasse mir super viel Luft, super viel Raum. Und wenn ich dann fertig bin mit allen Überarbeitungen, für mich passiert auch ganz viel Magie beim Überarbeiten, dann gucke ich mir, nur um mich selbst zu amüsieren, mein Exposé nochmal an und es sieht komplett anders aus, ganz anders, was ich da gemacht habe. Das habe ich schon gehört, ja. Also ich habe ja noch nicht so viel die Erfahrung mit Exposé hinschicken und so weiter, weil meine ersten Romane ja im Self-Publishing kamen. Ja. Aber also alleine jetzt für das erste Buch habe ich schon, ach, keine Ahnung, was wie viel der Exposé das ist, bevor ich es überhaupt an die Agentur geschickt habe. Ja. Ich hatte 15 Seiten und habe gesagt, kürzer kriege ich es nicht. Das ist das Kürzeste, was ich machen kann. Habe mir dann eine Lektorin gesucht, weil ich dachte, 15 Seiten ist vielleicht ein bisschen viel. Eine Lektorin gesucht und habe es mit ihr zusammen auf 8 runtergekriegt. Da war ich schon total stolz auf mich. Und das war auch, also da hatte ich das Buch auch noch nicht fertig geschrieben, sondern es war so 90% der Idee. Und nachdem ich das dann jetzt irgendwann vor einem halben Jahr oder sowas dann fertig geschrieben habe, konnte ich das Exposé nochmal schreiben. Jetzt bin ich bei 2 Seiten. Jetzt weiß ich, worum es geht. Aber das war vorher, ja, und das muss noch rein und das. Und du weißt nicht, was wichtig ist, ne? Was später mal wichtig wird. Also das fand ich ein bisschen, hab mir gedacht. Ich schreibe super kurze Exposés. Ja. Nicht, weil mir das sonderlich leicht fiele, sondern weil ich das Exposé zu einem Zeitpunkt schreibe, wo ich das meistens noch nicht weiß. Ja. Mich dann auch so ein bisschen darum herumschummle, dass man mich auf irgendwas festnagelt. Ja, gut. Also ich war wirklich nur so das totale Skelett und hoffe, dass ich damit durchkomme. Wollte ich gerade sagen, wenn das dann reicht, ist ja auch super. Also ich kann auch, also bei meinem neuen Roman könnte ich auch die Handlung in 3 Sätzen erzählen, aber dann denke ich mir immer, das reicht nicht, so die Grundidee nur. Vielleicht, wenn du etabliert bist, glaube ich, können wir vorstellen, so wie du es sagst, dann schreibst du einen Pitch und dann wird alles abgenickt und dann kannst du schreiben. Also so stelle ich mir das so in meinem Traum zumindest vor, dass man dann so diesen Prozess, ich muss ein perfektes Exposé abgeben, weil ich bin ja noch ein Niemand, dass man den so ein bisschen dann kürzen kann, aber eigentlich hilft es einem ja auch selbst, also mir zumindest hilft es auch selbst beim Exposé-Schreiben, dann einfach diese Grundidee rauszukristallisieren und zu sagen, es geht eigentlich um die und die Frage, ne, um das Thema, was du gerade sagst. Es geht nicht nur um die Figur, die ABC macht, sondern es geht um das Thema, keine Ahnung, Vergebung oder was auch immer. Halt dann. Ja, genau. Ja. Das finde ich passt das Wichtigste an Exposés. Klar, die Idee muss schon erkennbar sein. Aber ich versuche tatsächlich, und ich finde übrigens Exposé schreiben ganz, ganz schwierig. Ich finde das eine ganz andere Form, auch, glaube ich, vielen RomanautorInnen schwerfällt, weil wir ganz anders gestrickt sind. Ich versuche aber auch schon im Exposé anzulegen, wie es sich anfühlen soll. Das ist nicht leicht zu erzeugen, weil es ist so ein starres Konstrukt irgendwie. Finde ich einen super Tipp.
Das versuche ich tatsächlich so ein bisschen aufzubrechen. Und du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Das Gefühl, ich bin ja noch niemand, deswegen muss ich strampeln. Also ist eh klar, niemand von uns ist ja niemand so. Oder umgekehrt gedacht, wir sind alle niemand. Also ich finde, wenn man einen ersten Erfolg hat, das Schlimmste, was man machen könnte, wäre dann locker zu lassen, zu denken, hey, da kann ich jetzt aber auch mal Exposé hinrotzen, es wird schon irgendwie klar gehen. Ja. Also da weiter genau zu bleiben, ist da total wichtig. Und was ich wichtig finde in Exposés, obwohl ich da wahrlich keine Expertin bin, ist halt da auch schon die eigene Handschrift und den eigenen Stil irgendwie aufscheinen zu lassen. Was schwierig ist, klar, es gibt ja dann vielleicht auch eine Leseprobe dafür, aber so viel Persönlichkeit wie möglich in das Exposé zu packen, das ist mir total wichtig. Ja, das finde ich sehr gut, weil ich glaube, das geht auch oft verloren. Das werde ich auf jeden Fall noch auf meiner Exposé-Seite, wo ich ja Tipps über Exposé gebe, noch mit einfügen. Das ist auch, glaube ich, das, was Sebastian Fitzek den Sound des Buches genannt hat. Das fand ich ganz prägnant. Ne? Atmosphäre nennt man das manchmal, aber da weiß man manchmal nicht so richtig, was ja spannend halt. Ja. Das ist nicht gemeint. Ne? Das Setting gibt ja auch viel vor. Also über den Sound. Das fand ich ganz einen guten Begriff dafür eigentlich. Den Sound des Buches. Oh. Hat ja auch was am Soundtrack so ein bisschen. Ne? Das passt auch gut zusammen. So. Weil natürlich soll ein Spannungsroman spannend sein. Aber genau, also bei dir zum Beispiel ist es dann viel in dieser lyrischen Ecke. Bei Sebastian Fitzek ist es viel auf diese ganz kurze Kapitel, Cliffhanger, alles muss schnell, 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 so viele Fragen. Ich lese meistens mehrere Romane parallel, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wow. Sakrileg lese ich gerade und da sind auch auf jeder Seite werden irgendwie Fragen aufgeworfen. Ja. Viele, viel mehr, als ich das in anderen Büchern manchmal kenne. Und dann lese ich Der Circle, hast du das schon gelesen? Ja, ich habe beide gelesen. Ja, bin ich am Anfang. Beide großer Fan übrigens. Also Circle fand ich super. Und Dan Brown, der ist ja so viel gescholten, kann ich überhaupt nicht verstehen. Dan Brown zu lesen ist wie es war in den frühen 90ern auf VHS Indiana Jones zu gucken. Ich liebe Dan Brown, aber das nur nebenbei. Ja, ne? Ja. Ich finde es auch sehr, sehr unterhaltsam einfach, also ne, sehr spannend halt geschrieben. Ja, und genau, Circle habe ich jetzt erst angefangen, aber auch da ist es so, du bist irgendwie gleich drin, du bist gleich gefangen und gleich ich bin das erst mal auf Seite, keine Ahnung, 50 oder sowas, also noch ganz am Anfang, aber du denkst gleich so, okay, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es gehen soll und was so die Botschaft, jetzt schon weiß man das eigentlich. Oder kann ich auch noch nicht sagen, weil ich es noch nicht weiß, aber ich habe eine Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte. Weil einfach so... So dieser Sound halt des Buches, das so vorgibt. Finde ich ganz, ganz spannend irgendwie, genau. Ja. Schade, unsere Zeit ist schon vorbei. Wir müssen schon zum Ende kommen. Ist schon wieder. Ach, das geht immer so schnell, ne? Trotzdem würde ich gerne so zwei, drei Fragen noch am Ende hinterher werfen und dann müssen wir uns leider schon voneinander verabschieden. Aber vielleicht kommst du ja irgendwann wieder. Wir können auch weitere Fragen. Vielleicht, falls auch unten, das kann ich nochmal jetzt schon mal reinwerfen. Falls ihr Fragen habt an Melanie, dann könnt ihr das bestimmt auch unten in die Kommentare schreiben. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass Melanie unbedingt alles beantworten will, aber zumindest können wir, wenn du nochmal kommst, die Sachen nochmal aufgreifen. Gerne. Und vielleicht nochmal beantworten. Bevor ich dich um noch Buchtipps bitten werde, so 1, 2, 3 Buchtipps und nochmal dein Buch in die Kamera halte, das Kreativitätsbuch. Schade, wir haben jetzt gar nicht so viel darüber gesprochen. Ich glaube, du musst nochmal wiederkommen, damit wir über Kreativität sprechen können. Gerne. Würde ich gerne noch von dir wissen, was sind deine Pläne für nächstes Jahr? Das wird bestimmt ein ganz normales Jahr. Wir reden jetzt nicht darüber, was 2020 für ein Jahr war. Also was sind so deine Pläne für nächstes Jahr? Und was hast du, das ist eine klassische Frage, noch für Tipps für alle, die mit dem Schreiben angefangen haben, noch auf dem Weg sind, gerne auch veröffentlichen möchten, aber ja, noch nicht so genau wissen, wo es so hingeht. Also meine Pläne sind tatsächlich, meinen nächsten Roman zu schreiben. Da stecke ich gerade oder da stürze ich mich gerade Hals über Kopf rein. Das wird auf jeden Fall auch einen großen Teil des nächsten Jahres noch in Anspruch nehmen. Im März erscheint ein schönes Side-Project von mir. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du die Kiwi Musikbibliothek? Bei Kiwi und Pitch? Das sind so einzelne kleine Bändchen. Warte mal. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer. Ja.
Ich sitze in meinem Arbeitszimmer und kann in mein Bücherregal gehen. Das sind so einzelne kleine Bändchen, wo entweder prominente Menschen oder Autorinnen, Autoren über Musikerinnen, Bands schreiben, auf sehr literarische Art und Weise. Also nicht unbedingt essayistisch, wie es jetzt in der Spex oder im Rolling Stone stehen würde, sondern sehr literarisch. Mhm. Das sind auch oft sehr persönliche Texte. Und ich habe über Lady Gaga geschrieben. Das war halt im März bei Kiepenheuer und Witsch. Cool. Und genau. Und ja, nächstes Jahr wird auf jeden Fall ein Schreibjahr. Also ich glaube, Kreativität wird nicht mein letztes Sachbuch gewesen sein. Wenn der Roman fertig ist, werde ich mich da sofort reinstürzen. Und ja, ansonsten, was so Termine bringt, so bin ich erstmal vorsichtig, warte ab, wie sich die Dinge entwickeln. Aber who knows, wie 2021 so wird. Im Moment sieht es ja alles gut, gut natürlich. Ganz gut aus. Und Tipps für Menschen, die gerade anfangen oder die noch auf dem Weg sind, der natürlich niemals endet. Den wichtigsten Tipp habe ich schon gegeben, das ist der Stephen King-Tipp. So viel lesen wie möglich, so viel schreiben wie möglich. Und dann finde ich es, glaube ich, hilfreich, wenn man schon mal weiß, dass es nicht nur einen Weg gibt zu dem, was man möchte. Self-Publishing ist ein Weg, ein Verlag zu finden ist ein Weg und um dort erfolgreich zu sein, kann man ganz unterschiedliche Dinge tun. Was ich aber am wichtigsten finde, wenn man so gestrickt ist wie ich, ist, kann man auch oft nicht so pauschal sagen, aber wenn man so gestrickt ist wie ich, dann führt der Weg immer über die Arbeit am Text, über die Qualität des Textes, nicht über Marketing. Das ist alles total wichtig. Ich mache ja auch super viel auf Social Media und versuche, alles zu machen, was ich machen kann, um meinem Buch einen guten Start zu geben. Aber die allermeiste Arbeit muss immer in den Text gehen, glaube ich. Weil wenn ich merke, dass ich mehr damit beschäftigt bin, ein Buch zu promoten, als an meinem neuen Buch zu schreiben, dann rufe ich mich sofort zur Ordnung und sage, okay, da ist jetzt was in Schieflage geraten. Du bist nicht Marketingprofi, du bist Autorin. Und, und das gilt in jedem Stadium, in jedem Stadium. Und das finde ich irgendwie wichtig. Und dass wir alle eine Agentur brauchen, wenn wir einen Verlag möchten, das muss ich, glaube ich, nicht mehr referieren. Vor ein paar Jahren noch mal, das noch referieren, da fand ich das immer wichtig. Ja, ich glaube, das ist noch nicht ganz bei allen angekommen. Okay, dann sage ich das nochmal, weil es wirklich wichtig ist, wenn man einen Verlag finden will und keine Agentur hat, kann man natürlich auch heute noch seine Manuskripte direkt an die Verlage schicken. Und ein Stück weit prüfen die das bestimmt auch. Aber wenn die das ablehnen, weil die zu viel davon bekommen und es vielleicht nicht richtig geprüft haben, Gott verbitt, aber wir haben ja alle viel zu tun, und man sich dann denkt, okay, meine Chancen sind ja höher, wenn ich eine Agentur habe, wie ich jetzt herausgefunden habe. Und mir hat mal jemand vom Verlag die Zahl gesagt, 95% der Manuskripte, die in Deutschland veröffentlicht werden, kamen über eine Agentur. Also es ist sehr unwahrscheinlich, ohne Agentur dahin zu kommen. Und die von den 5%, die es ohne schaffen, sind wahrscheinlich 4% sehr prominent. Brauchen keine Literaturagentur, um an den Verlag zu kommen, ist nur so meine Vermutung. Naja, jedenfalls, wenn man sich dann denkt, okay, dann kein Problem, dann suche ich mir jetzt eine Agentur, dann ist das Erste, was die Agenturen machen, zu fragen, okay, spannender Text, aber wem haben sie das schon angeboten? Und diese Verlage sind dann alle schon mal vom Tisch. Und dann fasst es auch keine Agentur mehr an, im schlimmsten Fall. Weil, wenn es kein Verlag ist, mehr prüfen wird in Deutschland, was sollen sie damit? Ja. Und damit kann man sich den Start echt verhageln. Deswegen empfehle ich, geht zu einer Agentur, sucht euch eine seriöse Agentur, die nur auf Provisionsbasis arbeitet. Guckt, wenn ihr nicht wisst, an wen ihr euch wenden sollt, online, welche Autoren von wem vertreten werden. Wenn es einen Autor, eine Autorin gibt, die euch gefällt und die was Ähnliches macht, guckt, wer die vertritt. Ja. Und dann wurschtelt euch da so durch. Ja, ja. Und dann viel Glück. Banale Tipp, aber immer noch wichtig wahrscheinlich. Ja, richtig, ist es. Also das ist tatsächlich so, dass ich habe eine Zeit lang Exposé-Prüfung angeboten und da war also 95% aller Leute haben gesagt, ich möchte das an einen Verlag schicken. Okay. Ja. Und ich dann auch in meiner Antwort melde, ich würde empfehlen über eine Agentur. So, ne? Okay. Also es ist noch nicht ganz durchgesickert, das ist immer gut, ist nochmal was zu wiederholen und genau. Also, ja, stimmt. Gut, dass du sagst. Ich merke gerade, das ist auch so eine Binnensicht von jemandem, der jetzt schon viel in der Branche unterwegs ist, dass ich denke, das ist nicht alle, aber es liegt einfach nur an meinem Umfeld. Ich fällt dazu noch ein ganz kurzer Tipp ein und auch das erscheint mir banal, aber das ist wirklich wichtig. Da alle wenig Zeit haben beim Prüfen, du weißt das eh, aber für dein Publikum, weil es vielleicht nicht alle wissen, der Anfang, vor allem auch vom Exposé, aber auch vor allem von der Leseprobe, ist so wichtig. Der ganze Text, dass die Formalien eingehalten sind, das ist eh wichtig, aber dass der Anfang knallt,
damit die Leute weiterlesen wollen. Das finde ich total wichtig. Und das nicht nur der erste Absatz von der Leseprobe, wenn eine Leseprobe dabei ist, sondern vor allem der erste Satz. Da kann man nicht genug Fokus drauf legen. Weil das ist in der Buchbranche bei vielen ein richtiger Fetisch, dass der erste Satz gut ist, spannend ist, ein Versprechen an die Leserin, den Leser, was auch immer. Also da wirklich nochmal Augenmerk drauf zu legen, wenn alles fertig ist, nochmal zu gucken, ist der erste Satz, hat er einen richtigen Haken, der einen reinsaugt oder nicht? Das wäre noch so ein Tipp. Ja, stimmt, das ist gut. Ja, richtig, genau. Genau. Und auch beim Exposé tatsächlich, man darf sich die Freiheit nehmen, da auch, es muss nicht sehr sachlich, also es muss natürlich schon sachlich sein, aber genau, man darf das sogar spannend schreiben. Ja? Ja. Ich habe tatsächlich häufig Exposés, die dann wirklich sehr, sehr nüchtern sind, so als ob man halt einen Sachtext vor sich hat. Aber Exposés dürfen auch durchaus knallen, ja, sollen sie. Und ich habe neulich mit einer Exposés dürfen auch lustig sein. Ja. Exposés dürfen auch lustig sein, wenn das irgendwie angemessen ist und zur eigenen Persönlichkeit passt. Ja. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich zum Beispiel schreibe zwar auch Spannung, aber genau wie du bin ich trotzdem keine klischeehafte, düstere Person. Ja. Das ist auch Sebastian nicht zum Beispiel, ne? Das sind viele von uns nicht. Und die eigene Persönlichkeit auch so ein bisschen durchschimmern lassen, über den Text hinaus, das ist auch nie verkehrt. So. Ja, genau, finde ich auch, ja. Ja, wir könnten noch lange weiter reden, aber wir werden jetzt zu einem Abschluss kommen. Gib uns doch noch einmal 1, 2, 3 Buchtipps, wenn du möchtest. Was sind so deine liebsten Romane oder welche sind dir vollkommen im Kopf geblieben? Dann kann ich gleich meine Leseliste noch mal erweitern. Also, weil du vorhin schon kurz Stephen King angesprochen hast, es ist ein häufiger Tipp, aber seine Autobiografie, On Writing, wie heißt sie auf Deutsch? Ja, das Leben und das Schreiben. Das Leben und das Schreiben heißt sie auf Deutsch, genau. Ich habe sie auf Englisch gelesen, aber ich glaube, die deutsche Übersetzung ist auch sehr super. Ja, die ist gut. Tolles Buch über ihn, tolles Buch über das Schreiben mit tollen Tipps. Mhm. Hinten ist noch so ein riesiger Anhang mit Buchtipps. Das ist ein super Buch. Und dann bei Romanen, meine Lieblingsromane, alles von Donna Tartt. The Distelfink ist super. The Secret History, die geheime Geschichte, ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ist auf eine ganz merkwürdige, besondere Art auch irgendwie ein Thriller, aber irgendwie auch nicht. Großartig. Sadie Smith, Swing Time, tolles Buch über das Tanzen, über Freundschaft, über alle möglichen Dinge liebe ich. Und dann noch ein Lieblingsautor, Jonathan Safran Foer. Auch ein US-amerikanischer Autor. Alles ist erleuchtet, hieß sein Debüt. Absolut magisches Buch. Nicht jedermanns Sache, aber das ist meistens das erste Buch, das ich empfehle, wenn ich gefragt werde. Und dann vielleicht noch Spannung zu empfehlen. Abgesehen vielleicht von den komplett üblichen Verdächtigen. Sebastian brauche ich erst nicht empfehlen. Fred Vargas, französische Autorin, schreibt ganz, ganz interessante klassische Whodunits, die spielen für gewöhnlich in Paris oder grundsätzlich in Frankreich. Sie hat so einen ganz seltsamen Kommissar und ganz skurriles Personal, das aber total organisch und echt wirkt. Und dann aus dem deutschsprachigen Raum Andreas Pflüger. Aha, okay. Großartiger Autor, der hat eine ganz tolle Trilogie geschrieben über eine ganz, ganz taffe, coole, blinde Polizistin. Und diese Bücher sind, also wenn ich im deutschsprachigen Raum einen Autor nennen müsste, der Masterclasses schreibt, was Spannung und Charaktere betrifft, dann ist es Andreas Pflüger für mich. Ah, okay. Viele kennen ihn nicht, veröffentlicht bei Suhrkamp. Ja. Er ist der König, Andreas Pflüger. Alleine für die Tipps hat sich das jetzt ja schon gelohnt. Schön, das freut mich. Wird meine Leseliste auf jeden Fall weiter wachsen. Magst du mir noch was empfehlen? Ich frage auch mal gerne nach Tipps. Melanie Rabe habe ich gehört. Nee, ist echt, also wenn mich Leute fragen, so, was kann ich mal lesen, dann empfehle ich immer die Falle, weil ich finde, dass es sehr viel, diese Twist mag ich einfach total gerne. Aha, dieses, natürlich auch Sebastian Fitzek für Leute, die ja eher so wirklich in Richtung dieses klassische Thriller mögen, ne? Weil das ist ja, ich finde, gerade wenn du so sagst, ich schreibe Thriller, dann denken immer alle, oh meine Güte, alles ist ganz blutig oder so. So ist es ja gar nicht, weil Psychothrillern fließt wenig Blut in der Regel, ja. Voll. Total. Als Schreibratgeber habe ich tatsächlich neulich von John Truby gelesen, The Anatomy of Story. Genau, das gibt es auch nur auf Englisch, aber das fand ich super spannend, weil er fängt schon ganz reißerisch an und sagt, alles, was bisher geschrieben wurde, ist falsch. Und ich so, okay, ja, dann liefer mal. Ne? Aber das fand ich ganz, ganz spannend, weil er gute neue
gut durchdachte Ansätze mitbringt, wie man eine Geschichte aufschreiben kann und der nicht einen Fahrplan, wie das die meisten machen, mitgibt nach dem Motto, hier folge diesen 20 Schritten und du hast einen Bestseller, sondern weil er... Du merkst gerade, wie unwissend ich bin. Ich habe keins dieser Bücher gelesen. So wird es normalerweise erzählt. Oft, ja, die meisten, also ich meine, alles sind Dreiakter und es wird dann halt, wie Heldenreise hat 12 Stufen und dann wird gesagt, erst ist es in der alten Welt, dann kriegt er seinen Ruf zum Abenteuer, den verweigert er, dann kommt die erste Schwelle, hast du einen Schwellenhüter, kommt die neue Welt. Du hast so richtig so diese Stufen halt. Und das funktioniert auch, ja, klassischer Aufbau, funktioniert auch. Mhm. Aber der Truby erzählt halt, du musst diese 22 Elemente haben. Aber er programmiert. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Aber das davon bin ich auch das Team von diesem Muss. Nee, aber das Interessante ist halt, dass es tatsächlich, ich schätze mal, dass du diese Elemente drin hast, aber halt automatisch schon. Du hast dich nicht damit auseinandergesetzt, sondern du weißt einfach, ich brauche ein Thema. Oder du hast einfach ein Thema, über das du schreibst. Ne? Oder vielleicht Gegenthese, vielleicht sind die interessantesten Bücher auch die, die 21 von diesen Elementen haben. Und jeweils fehlt ein anderes. Ja. Ne, so, Regeln brechen ist ja sowieso immer noch so eine Sache. Ja, ja, stimmt. Oh, wir könnten ewig weitermachen. Ja, wie gesagt. Aber spannend, ich schaue da mal rein, weil ich merke, dass es bei mir so ein blinder Fleck ist. Mhm. Und, man muss halt gucken. Also ich kenne auch einige Autoren, die sagen, ja, wenn ich mich mit dem Schreibhandwerk beschäftige, dann blockiert es mich eher beim Schreiben. Also man muss natürlich herausfinden, was so für ihn ist. Es gibt ein Buch, das ich jetzt gelesen habe, das heißt Bestseller Code. Natürlich, ganz spannend. Es wird eine Studie vorgestellt einfach, was so aus den letzten 50 Jahren alle Bestseller, die auf einer New York Times Liste waren, was die gemeinsam haben. Das fand ich auch super spannend. Da geht es nicht darum, du musst das und das machen, um einen Bestseller zu machen, sondern wirklich nur dieses... Lustigerweise gibt es bestimmte Themen, die interessanter sind als andere. Wie diese folgenden. Wenn du möchtest, kannst du sie benutzen. Wenn nicht, dann da liegt die Entscheidung bei einem selber halt. Aber du weißt, aha, in meinem Thriller brauche ich auch Elemente, wo menschliche Nähe und menschliche Beziehungen beleuchtet werden. So, ne? Vielleicht, meistens macht man das ja automatisch. Aber mir persönlich, ich bin ja jemand, der ganz, ganz, ganz viel dieser Theorien immer liest und das alles im Kopf hat und Spaß daran hat, das dann umzusetzen. Mir hilft das dann, weil ich dann weiß, okay, ich neige vielleicht dazu, zu wenig von so zwischenmenschlichen Sachen drin zu haben, also mache ich ein bisschen mehr. So, ja. Das ist ganz, ganz interessant. Was andere dann einfach sehr, sehr intuitiv schon machen, muss ich mir halt anlernen. Mach das dann da. Das würde ich also als Buchtipp fürs Schreibhandwerk mit reinnehmen. Und an den Romanen. Ich empfehle sehr gerne Der Gesang der Flusskrebse. Das fand ich super. Ja. Also das ist ein Entwicklungsroman und der ist sehr ruhig geschrieben, aber halt hat mich total gefesselt durch die Art der Beschreibung der ganzen Landschaften und so weiter. Ja. Das fand ich ganz, ganz toll. Harry Potter muss ich nicht erwähnen, das ist mein Go-To. Wenn was ist, dann Harry Potter auf jeden Fall, so gut geschrieben. Dem Alter Ego, Robert Galbraith, gelesen habe, zum Beispiel Der Ruf des Kuckucks. Das fand ich zum Beispiel auch gut, weil einfach, sie weiß halt einfach, wie man Charaktere erschafft. Ne? Sie hat es einfach drauf, was so Charakterstudien angeht. Finde ich einfach super, das zu lesen. Ja, das wären, glaube ich, so meine aktuellen der letzten Wochen, die ich dann so... Super, danke schön. Genau. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir dieses Interview machen konnten. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Schreiben jetzt des nächsten Projektes. Ganz viel Erfolg weiterhin auch mit diesem Sachbuch. Ich halte es noch mal in die Kamera. Also das Buch heißt Kreativität, wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht. Ja, werde ich auch nochmal unten verlinken. Haben wir jetzt, wie gesagt, nicht viel drüber gesprochen, aber... holen wir dann einfach nach. Machen wir. Lieben Dank, Melanie, für deine Zeit. Danke für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht. Mir sehr auch. Schön. Dann sehen wir uns alle bald wieder. Und ihr, die ihr gerade zuguckt, wenn ihr jetzt noch nicht genug habt von den Interviews, ich verlinke euch das Interview mit Romy Hausmann auch nochmal an der Ecke. Die hat auch 10 Jahre gebraucht, bis sie über Nacht erfolgreich wurde. Das lohnt sich bestimmt auch zu gucken. Und ansonsten sehen wir uns dann an anderer Stelle wieder. Vielen Dank fürs Zugucken und bis bald. Tschüss.